Yeah! Let's plunder! Moment, ist das da der Richter? Okay, furchterregendes Gemälde. Das ist definitiv einer der Entwickler. Was ist das für eine künstlerische Scheußlichkeit? Ah, das ist ein Gemälde von Flotsam, eines berüchtigsten Dschungelbeast. Gemalt von unserem eigenen... Hemlock McGee. Hemlock? Echt? Ei, keiner weiß mehr über unser legendäres Biestchen als der alte Hemlock. Dartscheibe, was haben wir da? Hübsche Dartscheibe. Nicht wahr? Ah, es ist eines der wenigen Dinge, die ich retten konnte, als ich vor vielen Jahren am Ufer von Flotsam angespült wurde. Darf ich eine Runde spielen? Leider sind die Dartpfeile vor ein paar Wochen bei einer Kneipenschlägerei verschwunden. Wirklich schade. Ich meine, wo doch das jährliche Flotsam Island Dart-Turnier morgen Abend ist. Was ist da hinten? Mach mir eine ganze Reihe Blood Island Volcano-Dingens. Aber gern, dazu gibt es gratis unsere Club 41 Volcano Shot Thermotasse, gehauen aus Lavaschmelze, die heiße Flüssigkeiten bis zu eine Stunde lang. Woche warm halten sogar. Ich bin beeindruckt. Stopp, behalt da was von. Das ist vielleicht eine heiße Kork-auf-Kork-Action. Den hebe ich mir für später auf. Ja, danke auch. Heiß. Merkste? Es ist der speiseröhrenvernarbende Blood Island Volcano Shot. Weil das ist doch das, was der Ollen da hier die Stelzen versehrt hat. Provozierendes Gemälde. Ja. Schädelkerze. Mary? Oh, der, jetzt läuft der erst runter. Meine Güte. Oh, es gibt ein Buffet. Geil. Ich frage mich, was mit Mary geschehen ist. Eine Wachspfütze. Heißes, weiches Wachs. Ja, gut. Macht doch nichts mit. Ein Zuckersack. Ich mag die Musik schon wieder. Das ist so eine Variante des Scumbar-Themes. Das ist ein merkwürdiger Ort für einen Zuckersack. Ich lage ihn da oben wegen der Ameisen. So, das ist der Ausgang. Ich will aber gerade nicht zum Ausgang. Mich hier gerade erst noch ein bisschen wieder um. Buffet! Was ist das? Das ist der berühmte Flotsam Island Buffet-Tisch für Ladies Night vom Club 41. In ein paar Stunden wird er sich unter flammendem Dingens, Schokoladenkuchen, gegrillten Narwalhörnern und frittierten Petit Fours und der ganzen anderen Mädchensachen beugen, die unsere säbelrassenden Piratendamen so lieben. Ganz schön viele heiße Sachen hier. Also flambiertes, frittiertes Gedöns. Hier diese Shots da. Das ist also ein Narwal. Narwals, Narwals, swimming in the ocean. Ah, das muss der Screaming Narwal sein, nachdem mein Schiff benannt wurde. Gruselig. Seegucken, war nochmal. Seitdem ich etwas Zeit in diesem sanften Don Juans der Tiefe verbracht habe, fühle ich mich etwas verstimmt, wenn ich ihre Köpfe an einer Wand hängen sehe. Was steht? Kann man nicht lesen. Ist sehr ungeschickte Werbung so gesehen. Gehen wir nochmal für kleine Jungs. Besetzt. Entschuldigung.
Kann ich irgendwas mit der Wachspfütze machen? Sonst würde ich gleich tatsächlich erstmal vor Gericht gehen. Kann ich hier Wachs aufnehmen? Aha, guck mal. Was gibt Besseres als ein bisschen heißes Wachs in einer kalten Flotzennacht? Ha. Wahrscheinlich müssen wir verschiedene heiße Substanzen sammeln und damit irgendwie rekonstruieren, was genau sie alles getroffen hat. Ich brauche keine Tasse davon. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich schon mit ihm hier über alles geredet habe. Richter Grindstump. Bitte lassen Sie die Förmlichkeit. Hier drin bin ich nur der ganz gewöhnliche W.P. Grindstump, Inhaber und Betreiber des Club 41. Ja, sagen Sie, sind Sie nicht ein bisschen erschrocken, mich hier frei rumlaufen zu sehen? Du lieber Himmel, nein. Was wäre denn das hier wohl für eine Piratenstadt, wenn wir nicht den gelegentlichen Gefängnisurlaub billigen würden? Eine bemerkenswert fortschrittliche Einstellung. Nebenbei erwähnt, es ist ja nicht so, dass man dem Schwert der Justiz auf Flotze entrinnen könnte, seit diese verfluchten Winde wieder wehen. Die Ladies Night sieht heute aber ein bisschen trostlos aus. Nein, nein, es ist noch früh am Abend. Sobald das Buffet aufgebaut ist, rockt der Laden hier heißer als des Teufels Schlipper. Ihnen gehört also wirklich der Club 41. Ja, das stimmt. Seit ich ihn von seinem Vorbesitzer in einem Dart-Wettbewerb vor ein paar Jahren gewann. Der arme Kerl hat nie erfahren, was ihn da traf. Mit was ihn da traf, meinen Sie da etwa... Einen Dartpfahl mitten in seine Birne. Gut, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich hatte mich schon gefragt, warum dieses Etablissement eigentlich Club 41 heißt. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht so genau. Der Vorbesitzer konnte mir das nicht mehr sagen, bevor er seiner Dartpfeilverletzung erlag. Ha. Findet man vielleicht noch raus. Ich würde aber gerne noch einen Drink bestellen. Glänzend. Bezahlen Sie mit Dublonen, Triblonen, Coupons oder flotsamianischen Verschaffs. Ehrlich gesagt bin ich gerade knapp bei Kasse. Das macht doch nichts. Wir schreiben an. Das würden Sie? Das ist echt ungewöhnlich, zumindest für die Läden, in denen ich bislang verkehrte. Naja, ich gehe ja kein besonders großes Risiko ein. Du wirst die Stadt sicher nicht verlassen, stimmt's? Ha. Grockatini. Nein, ich glaube, ich nehme Grock. Aber gepflegt. Kommt sofort. Obwohl. Ach, erfrischend. Ich nehme noch einen Drink. Ich würde gerne einen Drink bestellen. Was darf es denn sein? Ich hätte gerne einen Grockatini, lecker gemixt. Oh, das tut mir aber leid. Grockatinis werden hier nicht mehr serviert. Die meisten Piraten haben sich ständig über die kleinen, Dinges hier, Porzellanschwerter beschwert. Mist. Kriege ich noch ein paar Volcano-Shots? Tut mir leid, nur eine Sekunde. Okay. Ich hatte gerade die Idee, dass wir die Olive aus diesem Schwert dem Doro als Glasauge verkaufen. Aber da gibt es ja noch die... Das war ein wenig seltsam, aber ich muss einen Namen reinwaschen und eine Pockenepidemie heilen. Ja, viel Glück dabei. Es gibt ja noch die Piratenpuppe, tatsächlich. Oh, hier ist eine Möwe. Als junger Pirat lag ich oft wach am Deck meines Schiffes und sah verträumt den Seemöwen nach, die sich königlich am Abendhimmel vergnügten. Und dann gingen sie dazu über, mich mit ihrem Kot zu beglücken. Da habe ich damit aufgehört. Das sind echt ganz schön reiße Viecher. Also das. Ich war mal in
Hamburg und stand so mir nichts, dir nichts an, da irgendwie nichts an vor meinem Hotel rum. Und plötzlich kommt da im Tiefflug so ein Viech an und kackt mir tatsächlich auf die Weste. Das war echt, naja, aber Ölleck. Was ist da los? Erstmal drehe ich mich einmal im Kreis und dann sage ich, diese Lampe leckt Öl. Nicht irgendein Öl, Seekuhöl. Das ist einfach nicht richtig. Fangen wir lieber ein bisschen was davon auf. Ich fühle mich fast selbst schuld daran. Ja, fast. Hat sich an der Bekanntmachung was geändert, nur der Vollständigkeit halber gucke ich nochmal. Ladies Night, Club 41, öffentlich zugänglich. Ach, guck mal. Das ist eine begrüßenswerte Abwechslung. Ach, jetzt kann ich gar nicht mehr nach rechts raus hier, oder? Oh, doch. Ah, hier liegt jetzt ein Stein im Weg. Aber ansonsten gibt es hier nichts mehr. Kann ich in die andere Richtung weg? Ah. Und auch das Spielbild, bitte. Der ist ganz schön fix, der Junge. Wer ist da? Ich bin Skyra Streetwood, mächtiger Piratenanwalt. Trademark. Ah, Anwalt Streetwood, was kann ich für Sie tun? Hast du keine Angst, in einer öffentlichen Verhandlung erniedrigt zu werden? Mach dir mal keine Sorgen, Kumpel. Ich bin schon so oft erniedrigt worden, dass dieser Zustand sozusagen mein zweites Ich ist. Ich wurde. Genial. Nebenbei gesagt, ich denke nicht, dass an dem Fall viel dran ist. Aber dieser Stan war der Meinung, dass ich mir ein paar Goldstücke verdienen müsste, könnte, sollte. Durch deine vorzeitige Hinrichtung verdienen könnte. Da dachte ich mir, tja, hey, was soll's. Pass auf, ich würde gerne in den Dschungel gehen. Ich muss mit einer großen Voodoo-Lady über einen nicht ganz so großen Schwamm reden. Tut mir leid, Kumpel, ich fürchte, ich kann Gefangene nicht in den Dschungel ziehen lassen. Sie könnten sich verlaufen oder, naja, einfach schlicht und ergreifend gefressen werden. Untertauchen. Aber ich bin doch kein Gefangener, ich bin der Anwalt des Gefangenen. Guybrush Threepwood, mächtiger Piratenanwalt. Trademark. Nun, das ist eine knifflige Frage, das ist es. Aber um sicher zu gehen, denke ich, es wäre das Beste, wenn ich beide Guybrush Threepwoods vom Dschungel fernhalte, bis ihre Verfahren beendet sind. Ach, Mann. Warum? Was hätte ich eigentlich nach Flotsam Island gebracht? Nun, nach dieser Pechserie auf Spinokay fand ich mich ohne Kapitän und ohne Schiff wieder. Das tut mir aber echt leid. Alles passiert schon mal. Ließ mich ein wenig schreiben, bevor ich schließlich hier auf Flotsam landete. Jetzt habe ich bei Richter Grindstump einen Kiwi-Job. Die Stelle des Gerichtsdieners / persönlicher Koch angetreten und sorge für kulinarische Gaumenfreuden für seinen Nachtclub. Es ist ein bisschen wie ein wahr gewordener Traum. Also er kocht den ganzen heißen Scheiß. Dann könnten wir ihn nochmal als Zeugen laden eigentlich. Wie geht's dir denn überhaupt mit den Ledger kochen? Ach, es ist gar nicht so schlimm. Ah, man hat das ständige Verlangen, die abscheulichsten Taten zu begehen und das wirkt sich ein wenig auf das soziale Umfeld aus, aber mein Elan fürs Plündern war noch nie besser. Man könnte fast sagen, es schwimmt von allem, was in der Brühe. Aha. Eins habe ich allerdings nicht so erwartet, die unglaubliche Lust auf Krautsalat. Sag mir ehrlich, Kumpel, woran liegt das nur? Keine Ahnung. Naja. Wortlos wende ich dir meinen Rücken zu. Oder vielmehr meinen Arsch. Eine beinförmige Lampe. Eine Pfütze. Ich fange jetzt einfach mal alles, was ich an Flüssigkeiten finde, mit diesen Gläsern auf. Ich sollte mir was davon nehmen, bevor es kalt wird.
Ach, das ist jetzt auch noch... warm. Was ist denn das? Was ist das denn? Ah, pass lieber auf, wo du hintrittst. Das ist eine Lache mit flüssigem Glas. Sie kühlt in wenigen Sekunden ab. Aber bis dahin... schmilzt dir das Leder von den Füßen. Meine Herren. Das ist ja vielleicht ein Ding. Ei, ist sie nicht wunderschön? Das ist ein Muster meiner verwegenen Susi-Langbeinleuchtlampe. Der aufgesetzte Kristall sorgt dafür, dass tagelang leuchten wird, das Ding. Meinen Sie nicht, dass hier ein bisschen kitschig ist? Nicht doch, Piraten stehen völlig auf sowas. Darf ich das mitnehmen? Hinter Ihnen ein achtbeiniges Alpaka. Auf deine schrillen Tricks aus der Kryptozoologie falle ich nicht mehr rein, Bursche. Ich habe immer noch die Magnetspäne, ich habe immer noch diese Zeichnung. Versuch was jetzt. Hallo, und wir sind auf der Straße. Was willst du? Du bläst immer noch Glas? Eine Reinigung würde doch sicher mehr Profit einbringen. Ach, du hast doch keine Ahnung. Die Leute wollen Cramp Digits unzerbrechliche Röhren wie verrückt. Wie verrückt! Was für Leute? Naja, eigentlich nur eine Person, aber der hat einen riesigen Vorrat bestellt. Frag mich nicht, warum. Warum? Ich hab darum gebeten, mich nicht zu fragen. Ja, aber warum hat jemand diese vielen Rohre bestellt? Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich das nicht fragen! Okay. Pass auf, ich muss diese Weinlampe haben. Ich muss einfach. Wage ist es, Klappergestell. Ich gebe einen völlig guten Prototyp nicht her. Sie hat nicht mal einen Kratzer. Ja schon, aber... mal ganz langsam, haben Sie mich eben Klappergestell genannt? Ich habe schon Skelette gesehen, die hatten mehr auf den Rippen als Sie. Es ist nicht mein Fehler, wenn du diesen fettleibigen Untoten in Umgang pflegst. Mit diesem fettleibigen Untoten. Komm schon, ich muss diese Weinlampe haben, ich muss einfach. Okay, das war jetzt in der Vorschau anders formuliert, aber Sie sagen genau das Gleiche. Aber sag mal, du kannst ein Glas Bein machen, aber kannst du auch ein Glas Auge machen? Nein, aber nicht einfach irgendwelche Glasaugen. Echte Imitationsaugen aus Kristallreffen. Echte Imitationsaugen? Genau, sie imitieren die Augenfarbe von allen, die sie sehen. Du richtest sie einfach auf die Augen von jemandem, lässt sie einige Sekunden einwirken und padauts, schon hast du eine neue Farbe. Wenn die Farbe deinen Vorstellungen entspricht, musst du es nur noch in die Augenhöhle drücken und dann bleibt das so für immer. Ich bin fasziniert und fast etwas optimistisch. Wie viel? Ja, das Beschädigte kannst du kostenlos ausprobieren. Beschädigt? Ah, es ist etwas kurzsichtig. Folglich musst du sehr nah an das Objekt ran, um die Augenfarbe korrekt einfangen zu können. Danke, ich werde alle fiesen Dinge zurücknehmen, die ich über sie in meinem Tagebuch geschrieben habe. Okay. Wie fühlt es sich an, so hässlich und krank zu sein? Was denkst du denn, wie es sich anfühlt? Schlecht, würde ich sagen. Ziemlich schlecht. Du hast das richtig verstanden, kleines Fräulein. Sag mal, empört dich dieses lächerliche Verfahren nicht? Ich freue mich nur, dass dieser Kriecher Threepwood endlich zur Rechenschaft gezogen wird. Ich bin Threepwood. Apropos, solltest du nicht in einer Zelle oder so sein? Wir kriegen 10 Minuten Pause pro Stunde. Das ist das Gesetz. Okay. Ich sehe dich unter den Brustflossen später. Obwohl, wir drei werden warten. Ich wollte noch schnell versuchen, ihn in Guten zu machen. Sagen Sie, unbefangener Bürger. Was willst du? Warum hat jemand diese vielen Rohre bestellt?
Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich das nicht fragen. Na okay, der hört sofort wieder auf. Dann müssen wir wahrscheinlich in Richtung Grindstump-Hüten machen. So, und vor dem ganzen Kram abgesehen, frage ich mich die ganze Zeit, wer da hinten auf dem Pier da rumeiert. Achso, das ist McGee und seine Katze. Schnacken wir gleich auch nochmal. Echt, das brennt immer noch Schmierfettpfütze. Ich muss einfach etwas von diesem unglaublichen Schmierfett aus Schinkenspeck haben. Das hätten wir. Jetzt riechen meine Jacke und meine Hose nach Schinkenspeck. Und ich habe ernsthaft jetzt erst die Anspielung verstanden. Als wir da auf Spoon Isle angekommen sind, haben die doch gesagt, ich rieche nach Schinkenspeck. Und ich wusste nicht, warum. Es ist natürlich wegen diesem Fett. Ich habe es gerade gebraucht, um das zu checken. Naja. Also, wir haben jetzt heißes Schmierfett, flüssiges Glas, heißes Seekuhöl, heißes Wachs und einen Blood Island Volcano Shot. Mal gucken, diese Narbe ist aber... Ich schätze mal, wir müssen die Narbe nachstellen, und zwar auf diesem Bein da hinten. Ich probiere einfach mal, hier zwei Sachen zu kombinieren. Nee, okay. Na, Versuch was wert. Hemlock, Hallöchen, Stumpfbein. Genieße deine letzten Momente der Freiheit, denn du wirst dafür büßen, was du mit Miss Pretty Wizard getan hast. Ich würde gerne etwas dafür zahlen. Werden hier Reisechecks angenommen? Was? Was? Wahrscheinlich hat er gesagt, you will pay for und... Ja. Wie geht's, Miss Grungy Whiskers? Ihr Name ist nicht Grungy Whiskers, du Speicherlecker, er ist Miss Pretty Whiskers. Wie selbstzufriedene Lächeln. Entschuldigung, wie geht's Miss Trashy Whiskers? Trashy Whiskers? Hör mir genau zu, du Hurenschlotzer. Sie heißt Miss Pretty Whiskers. Ich weiß nicht, was ein Schlotzer sein soll. Wir aufklären, das wäre sehr nett. Wie geht's Miss Barfy Whiskers? Was, Barfy Whiskers? Zum letzten Mal, du tanzender Dummkopf. Sie heißt Miss Pretty Whiskers. Okay. Pass mal auf. Ich mache jetzt schon ziemlich viel rumgegrundschert hier. Ich weiß gar nicht, seit wann ich Aufnahme, aber irgendwie seit vielen Folgen laufe ich echt nur rum, ohne dass viel passiert, schätze ich mal. Ich werde jetzt noch mit ihm reden hier und dann werde ich erstmal die Aufnahme beenden und dann sehe ich zu, dass ich in der nächsten Folge mal wieder ein bisschen den Plot hier voranbringe. Aber einmal muss ich natürlich alles wissen, was es hier so gibt. Das ist halt in diesen Adventures so. Ich gucke natürlich hier einmal meine Optionen durch und dann schauen wir weiter, nicht? Lass die Vorwürfe fallen, dann verschone ich dein Leben. Ah, das Leben ist kaum noch lebenswert ohne Miss Pretty Whiskers zarte Trippelgeräusche auf dem Boden der Bar. Tragisch, tragisch. Ich bin mir sicher, dass sie genauso über das Getrippel deiner Stunden denkt. Ich habe sie ja schon gesehen, aber wie geht's dir mit den Pocken? Oh, nicht allzu schlecht. Ich habe die Lunge, die ich rausgehustet habe, ohnehin nicht mehr gebraucht. Rudimentäre Lungen sind das Schlimmste. Aber sag mal, was genau machst du eigentlich? Ich bereite das Essen für Miss Pretty Whiskers zu. Wonach sieht es denn für dich aus? Darf ich mal probieren? Aber nein! Sag mal, wie ich hörte, weißt du eventuell was über das Dschungelbiest? Noch nie hat jemand das Dschungelbiest gesehen. Aber das ist die furchterregendste und übelriechendste Sache, die man nicht sieht. Ein dunkler Dschungelgott, der nur in tiefschwarzer Nacht durch die Gegend streift.
Duklon-Dschungelgott? Einer Legende zufolge soll es im Magen des Gottes des Todes gelebt und sich an den Leichen gelabt haben, bis der Tod eines Tages ein verdorbenes Schalentier aß und so das Dschungelbiest ans Tageslicht beförderte. Aber wenn du es noch nie gesehen hast, wie willst du dann wissen, ob es das wirklich gibt? Weil es ist. Um das Biest zu beschwichtigen, haben wir schon viele Fleischopfer am Dschungelaltar zurückgelassen. Am nächsten Morgen waren sie alle futsch. War das Fleisch immer spurlos verschwunden, meine ich. Fleisch, das verschwindet. Ja, das kann nur ein Dschungelgott sein. Oder ein Bär. Da habe ich nochmal eine Nachfrage zu. Ich habe das Märchen über das Dschungelbiest vergessen. Noch nie hat jemand das Dschungelbiest gesehen, aber sie ist die furchterregendste und übelriechendste Sache. Ja. Schon verstanden. Schon gut, springen gleich ans Ende. Das Fleisch verschwindet spurlos vom Altar. Ja, gute Geschichte. Ja, bis später. Ich weiß, ich habe gesagt, ich beende jetzt die Aufnahme, aber jetzt bleibt ja nur noch das Haus da oben und das Schiff da hinten, sonst habe ich ja alles angeguckt. Dann kann ich das auch noch eben fertig machen. Morgan ließ Mr. Winslow die Insel umkreisen, gerade noch außerhalb der Reichweite der Winde von Flotsam. Jetzt schaue ich mir eben noch alles an. Moment, halt, stopp. Wo war deine eigenartig sickernde Flüssigkeit? Da oben. Fange ich auf. Mit dem Pott. Mit dem Schottglas. Bonjour. Srivot, bleibe so bloß weg von meinem Laboratorium. Was haben wir denn hier? Eigenartig sickernde Flüssigkeit. Au, was zum Teufel macht das Sange hier oben eigentlich? Oh, Handheiß. Wisst ihr, wenn ich wissenschaftlich etwas mehr veranlagt wäre, würde ich mir vielleicht Sorgen machen, welche Auswirkungen dieses Zeug auf kommende Generationen der Threefoots haben könnte. Heißes Schmierfett? Was ist denn das jetzt? Peneshot? Oder flüssiges Glas? Geheimnisvolle, ätzende Flüssigkeit. Aha. Kann ich das irgendwie kombinieren? Nö, auch nicht. Es ist Jack, der elektromagnetische Affe. Oh, das muss ich jetzt direkt ausprobieren. Ich spiele doch schon wieder weiter. Elektromagnetisch und ich habe Eisenspäne. Mal gucken, was passiert. Bin ich sicher, ob ich Eisen darauf verschütten will? Doch, er ist elektromagnetisch. Ach, Mann. Naja, gut, dann halt ich. Dann, habe ich doch einen Grund, hier aufzuhören. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in alter Frische in der nächsten Folge. Ich werde wahrscheinlich erstmal mit so einer Gerichtsverhandlung weitermachen und mal gucken, was mir da so einfällt. Bis dahin wünsche ich euch, würde ich sagen, wie immer, gute Winde. Cheers!